Bist du das? Max? Wo bist du? Max, bitte. Nein, bitte, Max, nein. Es tut mir leid. Bitte nicht, Max, nein. Max. Max, wo bist du? Max. Der Brief starrte mich an. Der Barkeeper ist ein glänzender Kerl und Träume sind nichts weiter als bucklige Zauberer. Er singt wie eine gekrümmte Banane, die den Sternbildern auf ihren rasierten Schädel. Eine schlechte Verbindung und ein blöder Scherz. Jemand brabbelte irrsinniges Zeug, das ich nicht verstand. Aber ich hatte das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu und die Stimme erschien sonderbar vertraut. Das seltsame Stück Papier sah gefährlich aus. Da war etwas seltsam Vertrautes an die Wege meiner Hand. Die geschwungenen Linien der Handschrift. Du bist in einem Computerspiel, Max. Die Wahrheit war wie ein brennender grüner Spalt in meinem Hirn. Waffenstatistiken hingen in der Luft. Schüsse in einer endlosen Wiederholung, die Zeit gedehnt, um meine Bewegungen zu zeigen. Das paranoide Gefühl, dass jemand jeden meiner Schritte steuerte. Ich war in einem Computerspiel, zum Totlachen. Das war das Schrecklichste, das ich mir vorstellen konnte. Nicht aufgeben. Das ist Valkyr. Die Droge macht dich davon frei. Versuch dich zu erinnern. Eine schlechte Verbindung und ein blöder Scherz. Jemand brabbelte irrsinniges Zeug, das ich nicht verstand. Aber ich hatte das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu und die Stimme erschien sonderbar vertraut. Thank you.
Max, im Büro ist heute etwas passiert. Ein seltsames Memo. Irgendwas über Wikinger. Schatz, ich muss mich beeilen. Du kannst mir heute Abend alles erzählen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Liebling. Die Einschusslöcher wie Rubine auf ihrer Brust. Das Blut glühte auf ihrer elfenbeinfarbenen Haut. Sie war so wunderschön. Der Killer lächelte. Das Fleisch der gefallenen Engel. Ich erwachte. Der Albtraum hinterließ dunkle Flecken auf meiner Seele, die niemals verschwinden sollten. Ich zitterte am ganzen Körper. In kaltem Schweiß gebadet wachte ich auf, fühlte mich krank, todmüde und wälzte mich in meinem eigenen Erbrochenen. Bevor ich das Bewusstsein verlor, hatte die Hexe gesagt, bringen Sie mich nach Cold Steel. Das war mein einziger Anhaltspunkt. Es dauerte Ewigkeiten, bis ich wieder gehen konnte. Aber als ich soweit war, fuhr ich direkt zur Cold Steel Gießerei vor die Toren der Stadt. Vor der Hütte war jede Menge los. LKWs kamen und gingen. Männer rannten auf und ab. Ich hatte einen Vorteil. Die rätselhafte Hexe dachte, ich sei tot. Sie rechnete nicht mit mir. Ich ging hinein. Der miese Trip hatte mich in eine seltsame Laune versetzt. Das Adrenalin pumpte durch meine schmerzenden Venen. In Eis und Schnee und im heulenden Wind stand ich schwankend auf dem Dach der Fabrik. Ich war ein Ninja, ein Kung-Fu-Meister. Im besten Falle war ich Superman auf Kryptonit, der kurz davor war, durch ein Oberlicht dorthin zu fallen, wo alles endete. Ein halb zerfallenes Industriegebiet irgendwo im Nichts. Die Fabrik war eine perfekte Passage für eine Reihe von illegalen Unternehmen. Tief im Herzen der Fabrik kochte geschmolzenes Metall wie im Kessel einer Hexe. Verluste? Viele Verluste.